Ja, dann wäre eigentlich ein Skelett-Spawner. Die sind aber, glaube ich, seltener als alle anderen Spawner. Gibt es überhaupt Creeper-Spawners? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls, ein Skelett-Spawner oder ein Creeper-Spawner wäre eigentlich ganz gut. Aber ein Creeper-Spawner auch eher weniger, weil die droppen ja nur Sprengstoff und so. Oder nee, Sprengpulver. Sprengstoff ist falsch. Sprengpulver, und das braucht man ja eigentlich nur für TNT. Oder es wäre mir neu, wenn man daraus Kaffee machen könnte oder so für Minecraft, aber apropos Kaffee, mir fällt gerade was ein, das sage ich gleich mal. Ja, und jedenfalls brauchen wir das ja nicht, weil wir eigentlich, oder weil ich eigentlich eher weniger was mit TNT machen möchte. Aus Sicherheitsgründen. Da wäre eigentlich ein Skelett-Spawner wirklich ideal, weil ich bin ja auch eher so mehr auf Fernkampf, oder ich mag ja Fernkampf mehr als Nahkampf. Sicherer und so. Und feige und so. Und jedenfalls wäre das vielleicht ein bisschen besser gewesen, wenn es ein Skelett-Spawner oder so wäre. Keine Ahnung. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir lassen den Spawner da hinten verkümmern oder so. Und dann vielleicht finden wir den später mal und freuen uns denn, dass wir einen neuen Spawner gefunden haben, bis wir dann merken, dass die Truhe leer ist, beziehungsweise dass da gar keine Truhe ist. Und freuen uns dann, wenn wir. Was würde ich jetzt überhaupt sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, Kakaobohnen kann man ja irgendwie, wenn jetzt ein neues Update kommt, müsste ja denn 1.2.6 sein. Oder vielleicht sogar schon 1.3. Jedenfalls kann man da Kakaobohnen anpflanzen. Zumindest habe ich das irgendwie gehört. Und jedenfalls kann man die dann anbauen. Ich habe ja, glaube ich, selber Kakaobohnen. Wir haben keine Schaufel mehr. Ich habe ja selber Kakaobohnen, das heißt, wir könnten das gleich mal ausprobieren. Also jetzt nicht gleich jetzt im Sinne von gleich, sondern wir können das denn ausprobieren. Oh, siehst du, reicht genau für eine Schaufel noch. Ach, das kann ich ja nicht im Inventar machen, bin ich doof. Na Hund, was machst du da? Gar nichts, freut mich. Bis denn. Wir sehen uns in. Ach, der ist ja schon groß geworden, ist ja lustig. Diese Kinder, wie schnell sie erwachsen werden. Kaum hat man eine Geschichte erzählt, ist die nächste schon vorbei. Und schön, und schon können sie die nächsten Geschichten erzählen. Ach ja, Stimmen imitieren, das mache ich auch gerne. So, bin ich jetzt hier eigentlich schon? Ja, ich bin jetzt hier schon auf der letzten Ebene. Ging ja ratzfatz hier. Also ich kann mir vorstellen, dass das manche überspringen werden. Aber ich nehme es nicht übel. Überhaupt nicht. Kann ich ja verstehen, ist ja langweilig und so. Manchmal habe ich dann wirklich nichts zu erzählen. Und dann ist das wirklich ein bisschen doof. Komme ich mir denn selber ein bisschen doof vor? Ich muss mir echt mal, jedes Mal vor einer Aufnahme, muss ich mir echt mal ein paar Themen zurechtlegen. Habe ich ja einmal gemacht, das hat auch super geklappt. Ich frage mich, warum ich das jetzt nicht gemacht habe. Mal gucken, ich denke mal, ich mache das denn nächstes Mal. Ich frage mich nur, ob die Musik jetzt zu laut ist. Nicht zu laut, sondern ob die zu leise ist. Weil irgendwie dominieren, glaube ich, die Minecraft-Sounds. Ich hoffe es allerdings nicht. Also ich hoffe, dass man die Musik trotzdem noch versteht. Moment mal, ich bin kurz ruhig. Ja, doch, müsste ungefähr passen. Hoffe ich zumindest. Aber ich denke mal sowieso, dass es passt. So, jetzt baue ich mal hier das. Was war denn das? Das war ein K gewesen. Nee, das war ein T gewesen. Ein abstraktes T. Abstract T. Und Kohle. Abstract Kohle. Oh, so viel Kohle hier schon wieder. Brauchen wir alles gar nicht. Braucht man natürlich, aber gut, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Wenn man es braucht, findet man es nicht. Und wenn man es nicht braucht, findet man es. Nee, halt, Moment mal. Wenn man es braucht, findet man es. Und wenn man es nicht braucht, findet man es auch. So ist es vielleicht ganz geschickt ausgedrückt. So, hier einfach zumachen. Muss ja niemand sehen, dass da noch was drunter ist.
La 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 la. Ich baue so gern. Aber gut, es gibt ja auch keine andere Möglichkeit, was man in Minecraft machen könnte im Prinzip. Außer bauen. Und um die in der Gegend drum herrennen. Passt gerade zu der Musik, wie ich abbaue. Na gut, nicht ganz. Hat gerade so im Takt gepasst ein bisschen. Taktarbeit. Work Songs in Afrika. Ich fühle mich schon ein bisschen wie ein Sklave hier. Mein Zeigefinger ist auch schon ein bisschen eingeschlafen, weil ich die ganze Zeit nur auf die linke Maustaste drücke. La 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 la. Ich muss was sagen, weil sonst erscheint mir mein Let's Play langweilig. Wir hätten ja eigentlich auch im Prinzip ein Teilchen bauen können, oder? Wäre zumindest keine so schlechte Idee. Weil dann hätte man immer Wasser. Und da das ja dann sowieso unendlich ist. Oh, hier sind noch Steine. Sag nicht, da sind Spinnen drin gespawnt. Ne, hier ist anscheinend irgendwo eine Höhle. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Will ich gar nicht. Egal. Einfach ignorieren. Wird schon nichts Schlimmes sein. Wird schon nichts Schlimmes sein. Steine! Ach, wie ich mich freue, diese Steine einsammeln zu dürfen. Als ob ich nicht genug davon hätte. Nein! Mist, da hätte ich mir gleich einen Schritt ersparen können. Ach Mist, nächste Woche bin ich ja auch schon wieder nicht da. Zumindest für 4 Tage. Dann muss ich ja am Wochenende total extrem produzieren an Folgen. Obwohl, eigentlich bin ich ja noch nicht so bekannt. Sag ich jetzt mal, da ist das vielleicht nicht so schlimm, wenn ich meine Woche nichts hochlade. Ich meine, ich bin ja sowieso nicht wirklich, oder ich habe ja kein Eid abgelegt, dass ich das wirklich mache oder ablegen muss. Also hochladen muss, meine ich jetzt natürlich, Folgen. Aber ich mache es halt gerne. Ach Mist, mir fällt gerade ein, dass ja Sims. Da waren ja noch ein paar Folgen, die ich hochladen wollte. Und jedenfalls ist mir da eingefallen, dass ja da noch ein paar auf der Platte waren, die ja abgeschmiert ist. Und ich frage mich übrigens, warum. Weil ich habe die... Ich kann ja sagen, was ich gemacht habe. Ich bin mit einem PC bin ich ja zum Kumpel gefahren. Da haben wir dann halt so ein bisschen LAN-Party gemacht, bla bla bla. Und da habe ich die Platte ja mitgenommen. Ich frage mich übrigens, warum ich die mitgenommen habe. Du Mistvieh! Was machst du hier, Albino-Spinne? Ist hier zu dunkel oder was? Ach so, wahrscheinlich hier. Siehst du, wir haben sogar Fackeln. Passt sogar. Hihihi. Was wollte ich jetzt sagen? Jedenfalls, hey, das geht sogar. Ja, jedenfalls habe ich sogar die Platte extra auf den Schoß genommen, als wir da hingefahren sind. Um die ja nicht kaputt zu machen, dann schließe ich die an und die hat der Computer denn nicht erkannt. Und daran lege ich dann ebenso auch fest, dass sie kaputt ist und die macht auch ganz komische Geräusche, wenn ich die anmache. Ich möchte es gar nicht demonstrieren. Jedenfalls lege ich daran fest, dass ich hier ist doch der Hund, warum ist denn nicht auf die Spinne losgegangen? Achso, stimmt ja, die müssen ja einen erst angreifen. Ja, diese Hunde. Ja, und jedenfalls waren da die Sims-Folgen noch drauf. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich das vielleicht so machen werde, dass ich mit bei Sims, dass ich das so mache, dass ich mehrere Familien anfange. Und dann so immer wechsle zwischen den Familien und dass ich jetzt sozusagen eine neue Familie mache und dann irgendwie die Folgen, die ich dann auf der Platte habe, wenn ich sie wirklich noch retten kann, die Daten, dass ich dir nachreiche. Prinzip.
Also die sind da jetzt schon, die sind zwar jetzt schon in der Reihenfolge. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches die letzte, die ich hochgeladen ist, 11 oder 10. Ja, und jedenfalls, die waren ja jetzt schon beschrieben, dass das Folge 11, 12, 13, 14 und 15 und so war. Und jedenfalls, dass ich das dann halt umschreibe einfach. Sozusagen, wenn ich jetzt mit der neuen Familie dann bis 30 mache oder so, bis Folge 30, dass das dann sozusagen die Folgen, die ich auf der Platte habe, dass sie dann 31, 32, 33 und so weiter sind. Ich habe jetzt das falsche Werkzeug gemacht. Oh, ich bin so blöd. Ich sollte mich mal allseits konzentrieren. Also nicht nur aufs Reden, sondern auch aufs Spielen. Ups. Muss man ja können als Let's Player. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal erwähnt. So, diesmal nichts falsch machen. So. Ups. Die sieht man auch so schlecht. Ich glaube, ich bräuchte eine Brille. Nee, will ich gar nicht. Oh, wir sind ja schon fast fertig. Das ist ja schön. Jetzt natürlich hier die langsame Steinspitzhacke. Noch die letzten paar Meter zur Qual machen. Ja, ich glaube, zu Sims 3 habe ich jetzt alles gesagt. Hoffentlich. Auf jeden Fall werde ich das dann, denke ich, so machen, dass ich eine neue Familie mache. Und dann, ja, habe ich ja schon erzählt. Ich will es jetzt nicht nochmal doppelt gemoppelt erzählen, obwohl ja doppelt eigentlich besser hält, aber in dem Falle nicht. In dem Falle hält man es. Nee, da fällt mir jetzt nichts zu ein. Man sollte die Fresse halten. Nein. Das hat jetzt gerade überhaupt nicht zum Thema gepasst. Ha, schön, es ist fertig. Gut, dann könnte ich ja schon mal einteilen. Aber ich glaube, das wird sowieso nicht symmetrisch hier alles. Oder baue ich hier einfach ein Riesengitter und das teile ich dann auf? Ja, genau, dann mache ich das, denke ich, mal so. Oder warte mal, Getter, Moment, mir fällt gerade ein, dass diese Zäune, wie heißen die, davon müsste ich auch mal welche machen. Dazu brauche ich nicht so viele Steine. Und nicht so viele Sticks. Getter sind ja diese Durchgangstore. Wie baue ich ihn davon? Ach, ich mache mir jetzt einfach. Mist, ich kann mir nur eins machen. Egal. Mache ich erstmal ein komplettes Eingangsgitter. Moment mal. Ach, das stimmt ja. Das heißt ja jetzt Zauntor. Der Gott Tor. So, wie mache ich das jetzt? Ich mache hier einfach mal so, so. So weit wie es geht. Blümchen, du musst hier leider weg. Flower Power. So, jetzt ziehe ich einfach. Mache ich das bis hier ran? Ich mache das bis hier ran, weil den kann hier keinen. Obwohl kann er trotzdem ausbüchsen, aber naja, ist egal. Ja, also hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Mist, ich bin zu weit gegangen. Egal. So, hier kann ich ja nicht zu weit gehen. Dann mache ich jetzt einfach hier. Oh. Achso, ich habe jetzt gedacht, wir sind jetzt out of. Oder ich habe jetzt gedacht, Zäune sind not in stock. Ups. Müssen nachbestellt werden. Was macht man hier noch? Vielleicht mache ich hier noch mal ein kleines Getter für. Ach genau, ich mache hier noch mal ein kleines. Noch mal ein kleines hier für Hühner und so. Ah, dann kommt die Frage, wie kommt man da ran? Ach, dann mache ich das so. Hier muss ich dann noch irgendwie. Weiß ich auch nicht wie. Jedenfalls mache ich hier mal so einen Weg hin. Oder so eine Art Weg. Art weg. Ach so, hier muss ich jetzt. Oh, das wird schwierig. Ich versuche jetzt einfach mal so improvisativ was hinzubauen. Ich kann nicht garantieren, dass es schön aussieht. Ich kann nur garantieren, dass es seinen Sinn erfüllt. So. Sieht zwar vielleicht ein bisschen komisch. Au. Sieht zwar vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ich glaube hier, das kann ich ganz schnell mal zumachen. Schließen. Anwendung schließen. So, so und so. So, jetzt kommt nur die Frage, wie komme ich hier wieder hoch? Gute Frage, nächste Frage. Wie komme ich nach Hause? Auch gute Frage, trotzdem nächste Frage.
Okay, die erste Frage habe ich jetzt beantwortet. Nächste Frage, wo bin ich überhaupt? Was ist der Sinn des Lebens? Gut, sieht wieder ein bisschen abgehackt aus. Ah, Moment, den letzten mache ich einfach mal hier hin, damit es nicht so unrein aussieht, sage ich jetzt mal. Obwohl, eigentlich ist es ja eher rein, wenn das da alles gerade ist. Alles schickimicki. Ich müsste aufpassen, weil... Obwohl, jetzt habe ich ja da hinten ausgeleuchtet. Was wollte ich jetzt überhaupt? Richtig, ich wollte eine Aufnahmepause machen. Aber vorher muss ich mal hier die Mitte aussehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ist gerade. 11, 12, 13. Ah, ist doch nicht gerade. Das passt doch super. Dann kann ich hier mal die Mitte abschätzen. Ah, super. Das erste Mal, dass was wirklich passt. Gut, dann werde ich mal die Aufnahme mit Blick auf unsere schönen Zäune beenden. Ah, das ja passt hier sogar ganz schön. So, und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.